Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages. Heute der Euro out war auch ein kleiner Update-Text heute unterwegs dazu und gehen wir gleich mal in den Chart. Jetzt soll es natürlich auch noch das Video dazu geben, ganz logisch. Hier hatten wir diese Art bullische Flagge festgestellt, die hier gerade noch im Entstehungsmuster sich befindet. Und ich hatte ja des Öfteren gesagt, solange der Aussie noch nicht wieder ein bisschen weiter hochgekommen ist oder beziehungsweise ja an einen Weekly 10er, Weekly 13er, irgend sowas an eine markante Zone, dann fühle ich mich für einen längerfristigen Long in den AOD-Paaren noch nicht wirklich sicher und möchte das Ganze noch weiter runter traden. Dass die AOD-Paare sich gerade erholen, schließe ich eher darauf, dass der Aussie gerade nochmal ein bisschen Schwäche zeigt heute, aber sollte auch das Gold sein temporäres Long-Momentum noch ein bisschen anhalten können, sehe ich auch noch Grund zur Annahme, dass der Aussie noch ein bisschen steigt, beziehungsweise wenigstens sich so in der Seitwärtsrange verhält, dass der Weekly 10er, Weekly 13er IME runterkommen und wir letztendlich dann den Einstieg bekommen. Ja, also momentan befindet er sich ja hier in dieser Wochenkerze, das sieht wirklich nach einem schönen Umkehrmuster aus hier in Richtung Short-Seite, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er nochmal hier hochkommt und den Weekly 10er bzw. Weekly 13er sich hier holt. Im Daily Chart sieht das Ganze auch gar nicht so schlecht aus. Ja, er pendelt hier um diese Zone immer wieder rum, um die 0,82, und warum soll er nicht nochmal zu den 0,83 hochkommen? Das könnte ich mir durchaus vorstellen, beziehungsweise sich weiterhin hier halten, bis der Weekly 10er dann runterkommt, und dann hätte ich auch im Euro AUD wieder das Gefühl, okay, der Aussie ist wieder mit die schwächste Währung und dementsprechend können auch die AUD-Paare wieder weiter steigen. Ja, schauen wir uns das Ganze hier mal im Weekly Chart an. Wir haben hier diese aufwärtsgerichtete Trendlinie, die er ja fast schon angetestet hat, zu der komme ich dann gleich nochmal. Die wird nochmal eine wichtige Unterstützung bilden, ganz klar. Und dann natürlich hier diese obere Trendkanallinie, die wir sicher auch nochmal ein bisschen runter projizieren können, hier auf den Bereich. Art Cluster bzw. Pufferzone hier bilden und letztendlich runter projiziert auf diese Tiefs, ja, bildet sich hier dieser Unterbereich dieser möglichen bullischen Flagge. Diesbezüglich hatte ich hier schon diese Horizontallinien als Unterstützungszonen markiert. Ja, hier, dass er sich hier erholt hat, war auch eine relativ schöne Geschichte bei 1,3769 circa im Weekly Chart, ja nicht ganz genau, da wir hier, ja, wirkliche Jahreshochs hatten, beziehungsweise Wochenhochs innerhalb dieser vergangenen Zeit, also noch oberhalb dieser komischen Konsolidierungsformation hier, und dementsprechend, ja, war das hier eine gute Unterstützungszone, aber letztendlich sind das bloß Spikes und ich würde gerne auf diese wirkliche Kerzenbasis runterkommen. So, was ist das hier bei 1,3680 so circa, beziehungsweise bis zu den 1,36 runter, das wäre so eine sehr schöne Zone, beziehungsweise auch hier diese 1,3560, das ist hier diese unterste Horizontallinie, würde sich auch gut decken mit dieser abwärts verlaufenden Trendkanallinie, beziehungsweise der möglichen unteren Begrenzung der bullischen Flagge. So, das zum Thema Weekly Chart. Targets natürlich, ja, müssen wir uns damit befassen, wenn es sich hier wirklich stabilisiert oder hier Long Momentum schafft. Ist ja jetzt schwer zu sagen, wo diese Flagge hier ausbricht. Ich könnte mir hier so einige Szenarien vorstellen, aber dazu mehr, wenn er hier nochmal wirklich gute Umkehrzeichen zeigt. So, im Daily Chart sehen wir das Ganze. Wir haben hier diese markante Trendlinie, die hier wirklich fulminant durchbrochen wurde mit dieser Tageskerze. Und jetzt stabilisieren wir hier uns hier ein wenig bei den 1,40. War eine knapp drüber, runde Zahl, war okay, dass er sich hier stabilisiert hat, komme ich auch gleich nochmal dazu. Das war auch ein Fibo Expansion Level, 161,8er, also hatte wieder bewiesen, was diese Level so bedeuten können. Und ich würde mir gerne nochmal einen Longschub in Richtung der 1,4270 bzw. 1,4330 wünschen, diese Zone zwischen Daily 10er IMA und 13er IMA bzw. dieser, ja, aufwärts gerichteten Trendlinie, die er hier gebrochen hatte, und dementsprechend bildet sich an dieser Zone, ich habe das hier schon mal markiert mit einer Ellipse, ein wunderbares Short-Einstiegsszenario. Wir hatten hier auch schon mal den 550er berührt und das lief sehr gut, das muss man ja sagen, das sind hier 580 Pip, und dementsprechend möchte ich das gerne hier auch nochmal versuchen, ganz klar, denn ist auf jeden Fall eine sinnvolle Zone. Im
H1 sehen wir das Ganze noch besser. Wir hatten hier diese Art Seitwärts-Range gebildet, beziehungsweise diese Double Bottom an der Zone von 1,40787 circa. Hier hatten wir den ersten Boden, hier den zweiten. Letztendlich hat er den hier schön gebrochen. Ist aber, hat das Ganze angetestet, ist wieder ein Stück runtergefallen, wieder angetestet, wieder ein Stück runter. Und letztendlich hat er hier immer diese Spikes reingesetzt. Und das war schon ein Zeichen, möglicherweise hält das Ganze hier doch nicht stand. Und dementsprechend ist er hier noch weiter hoch, wieder in diese Range rein und hält sich hier momentan in einer Art Seitwärtszone auf, aber natürlich mit Druck nach oben. Ja, er hat hier schon das erste Mal diese obere Begrenzung berührt und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er nochmal wenigstens die Projektionshöhe dieser Range nochmal raufsetzt und dann kommen wir, wie gesagt, hier in diesen Bereich des H1 200er EMAs, beziehungsweise die aus den langsameren Timeframes, was ich vorhin erwähnt hatte. Natürlich kann man hier jetzt ein bisschen spekulieren, es könnte auch eine Art Dreiecksformation hier sein, ja, ein aufsteigendes Dreieck. Kommen wir aber im Grunde genommen auf ja, kein viel höheres Target, höchstens hier in dem Bereich der 1,4370 circa. Das sind hier diese markanten Tiefs, die hier kommen. Das ist okay, das ist noch eine Zone, die man verschmerzen könnte. Die Stops würde ich ja definitiv hier entweder über dieses Hochlegen oder sogar über diese Hochs. Hat man aber hier ganz schöne Stop-Entfernungen. Dementsprechend muss man dann auf den vielleicht hier auf die zurückliegenderen Zonen gucken und hier über die Zwischenhochs die Stops legen und dann sind wir hier mit einem schöneren CRV dabei. Aber dafür muss er natürlich erstmal diese Range Long brechen, ganz klar. Also über den 1,4260 ist erstmal Luft bis hin zu den 1,4330 beziehungsweise vielleicht sogar bis zu den 1,4360, aber das glaube ich eher nicht. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Das gehe ich nicht davon aus, dass er so hoch nochmal kommt, bevor er nochmal fällt. Und auf der Short-Seite natürlich sollte er diese Range jetzt gleich brechen, beziehungsweise also kein neues Hoch bilden. Dann natürlich hier unter dieser Zone der erste Short. Unter, was ist das? 1,4070. Dann kommen wir aber gleich wieder auf die 1,40 als Widerstand. Und dementsprechend müssen die auch noch fallen und dann können wir hier weiter runter. Aber dementsprechend, ja, weiß hier gleich der nächste Widerstand, die nächste Unterstützung kommt, möchte ich gerne auf Short-Seite so weit wie möglich oben shorten, ganz klar. Und ja, morgen ist, beziehungsweise nicht morgen, sondern Donnerstag, in 2 Tagen ist EZB-Sitzung und dementsprechend könnte ich mir durchaus nochmal eine kleine Gegenbewegung zum Euro-US-Dollar auch vorstellen, also beziehungsweise einen stärkeren Euro nochmal und dann der weitere Abverkauf in diesem Paar, beziehungsweise weitere Euro-Schwäche, bevor der Aussie wieder schwächer wird. So viel zum Thema Euro-Out Short. Ich blende nochmal die Fibo-Expansion ein, die letztendlich zu diesem 1,40er-Target geführt hatte. Ich hatte mir einfach die letzte H4-Bewegung genommen, die zu diesem Tief geführt hat und zu diesem markanten Hoch zum H4,55er und dementsprechend sind wir hier an das 123,6er Level geraten, beziehungsweise könnte man ja auch diese letzte Bewegung nehmen, kommen an das 161,8er. Aber wir können ruhig diese größere Entfernung nehmen, da es einfach ja ein größerer Shortlauf hier war und hier die wirklich markante Gegenbewegung passt einfach besser vom Logischen her und auch von den Levels, die uns hier ja, die uns hier begegnen. Ja, wir sehen, dass hier 123,6er berührt, gedreht bis zum 100er berührt, nochmal das 100er angetestet, jetzt spielt er hier ein bisschen rum und es ist durchaus denkbar, dass er hier nochmal diese 76,4er, 78,6er antestet. Hier kommt auch der H4,34er runter und dann letztendlich zu diesem 61,8er nochmal hochkommt. Also genau diese Zone, die wir hier ausgemacht haben im Bereich des H4,50er, 55er EMA an dieser Trendlinie, macht durchaus Sinn. Und auf der Short-Seite, was die Targets angeht, natürlich möchten wir hier diese Fibo Expansion Level abarbeiten, aber ja, die nächsten größeren Bewegungen könnte ich mir erst bei diesem 161,8er vorstellen und dann letztendlich das Target bei dem Fibo Expansion Level 200er bei den 1,36 circa, beziehungsweise 1,36, 1,60. Dort möchte ich ja dann schon die Buy Limits setzen, beziehungsweise sehen und ja, das schon mal probieren, dort wieder reinzukommen.
um das Ganze weiter long zu traden. Aber man muss hier natürlich beachten, wir sind hier noch nicht an der untersten Flaggenbegrenzung und hier ist durchaus noch Platz bis zu den weiteren Expansion Levels. Und die, ja, sehen wir hier, das 223,6, also diese ganzen Level sind einfach an der unteren Begrenzung dieser Flagge. Aber hier bereits bei den 1,36 einen Long zu probieren, ist sicherlich keine schlechte Idee. Und ja, was noch dazu zu sagen, ich denke, alles soweit gesagt. Long Targets, puh, wenn er die Flagge bricht, ist dann natürlich, stehen dann hier diese Jahrestiefs, hier Jahreshochs im Fokus. Beziehungsweise könnte man natürlich auch wieder hier ein bisschen mit dem Fibonacci Expansion, mit dem Fibonacci Retracement spielen. Aber so viel dazu, wenn wir dann mal wieder in den Long reinkommen, beziehungsweise der Aussie wieder richtig schön Schwäche zeigt. Ich wünsche wie immer allen viel Erfolg bei dem Setup und weiterhin gutes Gelingen. Kurz nochmal der Hinweis gestartet auf meine Website www.forexhome.de, hier die Social Media Verlinkung. Ja, auf dem Text der Anfangsseite findet ihr einfach alle relevanten Informationen und wer die Website gern kennenlernen möchte, einfach hier auf die Website und mein Template kennenlernen gehen und dort findet ihr auch das Archiv. Hier ein paar Erklärvideos und das heutige Video findet ihr auch wieder im Videoanalyse des Tages Archiv, beziehungsweise ja, Videoanalysen des Tages einfach, beziehungsweise auch hier bei Videoanalysen, kurzfristige Analysen, mittelfristig und dann Audepar Euro out. So, Chart wie immer zum Schluss und ich sage Tschüss.